Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dillbrecht. Noch 20 Tage bis Ostern. Heute schauen wir auf ein Waisenkind, das berühmt geworden ist. Ein Waisenkind, das Königin geworden ist. Es geht um Königin Esther. Im Jahr 587 vor Christus hat König Nebukadnezar Jerusalem erobert und infolgedessen die Oberschicht, weite Teile der Oberschicht, ins Exil verschleppt. Dort ist sie als Waisenkind groß geworden. Ihr Name bedeutet Stern. Und in dem Buch Esther können wir nachlesen, wie ihr Stern aufgegangen ist und hell leuchtet und Licht gibt dem Volk Israel und dem Volk Israel das Leben erhält. Kurzfassung: In dem Buch geht es darum, dass Haman ein Plot gegen die Juden strickt. Er will sämtliche Juden in allen Provinzen des Königreiches tot töten. Die erste Shoah war geplant. Der Onkel von Esther, Mordecai, der auch dafür gesorgt hatte, dass Esther in einem ziemlich brutalen Schönheitswettbewerb Erste geworden ist und vom König als Königin erwählt worden ist. Dieser Mordecai hat mitbekommen, dass da etwas im Gange ist gegen die Juden. Und er spricht Esther an, sie zögert. Und dann sagt ihr es auf den Kopf zu. Vielleicht bist du genau wegen dieser Situation jetzt in der Stellung, in der du bist. Auf Deutsch, es ist kein Zufall, dass du dort bist. Gott hat dich dort hingestellt, ist die indirekte Aussage. Mach was draus. Nachdem sie gezögert hat, nimmt sie dann aber doch all ihren Mut zusammen und tritt vor den König. Das war lebensgefährlich. Es hätte bedeuten können, dass sie stirbt. Aber der König Ahasveros liebt sie so sehr, dass er ihr jeden Wunsch erfüllen will. Und schließlich kommt es dann so, dass das Los, auf Hebräisch Pur, dass dieses Los, das eigentlich zur Vernichtung der Juden gezogen werden sollte, nun zu dem Los wurde, das sie gerettet hat. Und das dazu geführt hat, dass die Menschen, Personenkreise, die den Massenmord an den Juden geplant hatten, selber vernichtet wurden. Deswegen feiern die Juden das Purimfest. Und das ist etwas, was uns als Christen durchaus angeht, weil das Volk Israel ist Gottes Augapfel. Durch ihn, durch dieses Volk kam unser Erlöser in diese Welt. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir hinhören, wenn sich Antisemitismus und auch Rassismus, aber vor allem Antisemitismus und Judenhass breit macht und meistens fängt das an mit Neid, dass man nicht anerkennt, dass da ein besonderer Segen auf diesem Volk liegt. Und dieser Segen äußert sich auch an der einen oder anderen Stelle. Deswegen sei diesem Neid von Anfang an Halt geboten. Dafür können wir nachher beten. Und Hitler selbst hat am 30. Januar eine Verbindungslinie gezogen zwischen sich und Haman, dem Judenvernichter, und sah die Niederlage Nazi-Deutschlands als ein zweites Purim an. Letztlich ist es so, wer die Juden angreift, greift Gott an. Das Purimfest wird weiter gerne und kräftig gefeiert. Es ist das eines der ausgelassensten Feste, das das Judentum zu bieten hat. Da werden einerseits köstliche Haman-Taschen gebacken, Teigtaschen mit Mohn und Marmelade, wo dieser Bösewicht symbolisch verspeist wird. Es wird so gefeiert wie bei uns Karneval, aber eben zur Ehre Gottes, indem
immer wieder auf das Leben angestoßen wird, sich zugeprostet wird und wo richtig, richtig viel Wein fließt. Das ist durchaus im Sinne des Erfinders. Lest selbst nach im Buch Esther Kapitel 9, Verse 17 bis 32 und betet für das jüdische Volk, für den Staat Israel. Das sind zwei verschiedene paar Sachen. Betet dafür, dass sie beschützt bleiben und bewahrt bleiben in Europa, in Israel, und betet dafür, dass es ein gutes Miteinander gibt zwischen Juden und Christen und dass Juden selbst von sich heraus ihren Erlöser erkennen. Seid gesegnet.